lauten Tönen zogen die Wehren der Stadt Nauen des Amtes Friesack sowie der umliegenden Gemeinden aus dem Havelland, angeführt von einer jungen Musikkapelle, kleinen und großen Kameraden mit Löschfahrzeugen von gestern und heute durch die Nauener Altstadt zum Seebeckplatz. Hundertfünfundzwanzigjähriges Bestehen ist für die Nauener Feuerwehr Anlass genug, um zu zeigen, welche Einsatztechnik in den Anfangszeiten genutzt wurden. Ein abwechslungsreiches Programm sollte den Nachwuchs und älteren Generationen demonstrieren, wie wichtig und gefährlich die Arbeiten der Feuerwehren sind. Persönlichen Einsatz getragen, wie gerade das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehren, weil im Zweifelsfall sind es diejenigen Kameraden und Kameraden, die im Ernstfall auch unter Einsatz ihres Lebens für unsere Sicherheit sorgen und an der Stelle wirklich im Namen aller zu reden. Herzliches Dankeschön für die letzten 125 Jahre, aber sicherlich auch noch darüber hinaus. Die Feuerwehr Nauen hat sich verändert, jetzt mit fast 300 Kameraden in 11 Gerätehäusern. Das Autoknacken hier mit einer Hydraulikschere, die bei Verkehrsunfällen zum Befreien von angeklemmten Personen zum Einsatz kommt. Für die Einsatzkräfte ist diese Rettungsmaßnahme körperlich und auch seelisch eine enorme Belastung. Aber selbst das Löschen von Häusern, wie hier in Klein dargestellt, gehört auch heute noch immer wieder zu den wichtigen Aufgaben der Feuerwehr. Es ist ein super Gefühl, dass man eine der ältesten Feuerwehren im Landkreis ist. Eigentlich auch eine der ältesten mit im gesamten Land Brandenburg. 125 Jahre, wenn man weiß, dass der Brandschutz in Nauen ja eigentlich schon viel länger geht, dass das 1883 eigentlich mit ein paar Problemen der Stadtverordneten verbunden war, um die Gründung dann erst 1883 zu haben. Und nicht schon viel früher, denn es gab eigentlich schon eine Brandschutzgruppe in Nauen vorher. Man könnte also schon älter sein. Eigentlich ist es ein schönes Gefühl, 125 Jahre zu sein, weil wir wissen, also dass man selber noch als Stadtbrandmeister so was erleben darf. Also die Stadt Nauen, der Kernstadt selber, hat 48 Kameraden, aber die gesamte Feuerwehr der Stadt Nauen, das heißt also mit Ortsteile, sind wir rund 300 aktive Kameraden. Die Freiwillige Feuerwehr Nauen zeigte damit, dass sich auch ihre Technik sehr gut für jede Art von Rettungseinsätzen, um Menschenleben zu retten, auf dem neuesten Stand der heutigen Zeit befindet.